Hallo ihr Lieben, Hallo! Herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu dem lange angekündigten großen Verlosungsvideo. Genau, wir verlosen Kalender. Genau, Kalenderverlosung 2016, also die Kalender für nächstes Jahr 2017 genau. Natürlich. Ihr bekommt aber sie unsere letzte Verlosung dieses Jahr, ne? Ihr bekommt sie natürlich auch noch rechtzeitig zum Start ins neue Jahr. Und wir haben 5 verschiedene, also es gibt 5 Pakete zu gewinnen. Fünf. Nicht 10. Ja, keine Hand. Es gibt 5 Pakete zu gewinnen. Genau. Und wir stellen euch die jetzt gleich auch nochmal vor. Und ihr könnt einfach teilnehmen über die sozialen Netzwerke, über YouTube, unten in den Kommentaren und privaten Nachrichten, wie ihr möchtet. Einfach uns irgendwo schreiben und schreiben, welches von diesen Paketen ihr haben möchtet. Wir stellen sie gleich einmal vor, Nummer 1 bis 5. Ja. Und dann einfach die Zahl reinschreiben. Sonst natürlich auch über Facebook, Instagram. Dann immer wieder gerne mit dem Hashtag DIY-Verlosung. Genau. Ne? Genau wie beim letzten Mal. Selbstverständlich. Wir haben jetzt länger keine Verlosung gemacht, weil wir echt ein bisschen enttäuscht waren. Mhm. Wir haben ja ab und zu Verlosungen gemacht und haben mehrere Male Leute versucht zu betrügen und haben irgendwie sich ausgegeben als die Gewinnerin, haben sich ein Profil angelegt bei Instagram und haben gesagt, ich bin die Gewinnerin. Mhm. Und deswegen hatten wir einfach ein bisschen die Nase voll. Ja. Aber ich finde, die anderen, die lieben Fans, Abonnenten, die sollen jetzt nicht darunter leiden. Deswegen machen wir jetzt wieder eine Verlosung. Und uns macht das ja auch einfach total viel Spaß, euch was zu schenken. Es bringt aber diesmal nichts, irgendwie sich einen neuen Account zu machen oder sonst was. Wir machen uns direkt von den Gewinnerprofilen Screenshots und wir merken, wenn da jemand versucht zu betrügen. Genau, also wenn sich da massiv Sachen ändern oder massiv Sachen anders werden, gibt es einfach nichts zu gewinnen, dann können wir es einfach nicht machen. Genau. Deswegen das an dieser Stelle nochmal, aber jetzt zum fröhlichen Teil. Ja, zum fröhlichen Teil. Ja, es gibt super schöne Kalender. Ihr habt sie alle schon hier auf dem Kanal gesehen. Du startest mit einem. Genau, ich habe hier Daphne's Diary 2017. Das ist ein super schöner Ringbuchkalender, wo so ganz viele schöne Bilder dabei sind. Man kann das immer so ausklappen. Ganz tolle Monatsübersichten. Hier sind auch so ein paar Basteltipps mit drin. Es ist so auch detailliert. Es ist so viel mit Liebe gestaltet, finde ich. Der super ist so, schöne Muster. So schön. Hier zum Beispiel mit Ananas oder... Das ist bestimmt der Sommer. Hier sind so Karten dabei, auch die kann man so raustrennen und verschenken. Warum verschenken? Also, warum verlosen wir den? Willst du den gerne haben, Eva? Nein, ich habe ja einen für nächstes Jahr schon. Mhm. Aber er ist so, so schön. Jedes Super Mal, wenn schön. Ich den aufmache, denke ich... Mit den Federn, schön. Also echt ein toller Kalender. Ja. Ich glaube, wir beide hätten den gerne. Ja, aber ja, wir sind das ja ist schon auf jeden Fall das erste Set. Da ist dieser Kalender dabei. Es wird auf jeden Fall auch so ein ausfahrbarer... Kugelschreiber dabei sein, genau. In Pillenform, irgendwie ganz witzig für unterwegs. Mhm. Und wir packen da noch mehr drauf, also genau, einfach mal ein paar Kleinigkeiten, ein paar Bastelsachen, ein paar kleine schöne Überraschungen aus. Sticker gibt es. Also es ist ein richtig schönes Überraschungspaket. Genau. Es gibt auf jeden Fall immer einen Kalender dabei und dann noch so ein bisschen Kleinkram, ein paar andere schöne Sachen zum Basteln. Genau, ihr könnt euch also am Ende gleich für einen Kalender entscheiden und was ihr dazu bekommt, das ist dann die Überraschung. Gut, willst du weitermachen? Ja, ich mache mal mit Tagebuch weiter, mein Jahr. Das ist eigentlich kein richtiger Kalender. Ja, aber der ist trotzdem so ein bisschen, das ist perfekt so für den Start ins neue Jahr. Der ist zum Ausmalen und Ankreuzen. Hatten wir auch schon vorgestellt. Mhm. Genau, das ist so, auch so ein bisschen, um Erinnerungen festzuhalten, so um zu gucken. Um zu reflektieren. Um zu reflektieren. Es ist so ein bisschen, wie macht dieses Buch fertig. So ein bisschen mein Lieblingsmensch. Aber so ganz persönlich, also nur für einen selbst. Da kann man sich so selber so Notizen reinmachen und total schön. Man kann ganz viel ausmalen, anmalen. Genau. Und natürlich auch Gestalten reinkleben, wie man möchte. Das ist aber jetzt kein Schülerkalender oder so. Den kann man nicht, nicht als Hausaufgabenheft benutzen oder für wichtige Notizen oder für wichtige eher Termine. So ein Tagebuch ist das. Genau. Ne? Hier kann man dann zum Beispiel am Ende mein Wort des Jahres. Ja, genau. Oder was halt einem selbst persönlich ganz viel bedeutet. Dafür ist der eher so. Aber also wenn ihr zum Beispiel schon einen Kalender habt fürs nächste Jahr, wie wir beide, und sagt, also von denen brauche ich eigentlich keinen. Ich möchte eher sowas zum Anmalen, zum Gestalten, zum Liebhaben. Da ist der genau richtig also, für euch. Also, Daphne's Diary ist 1, das ist 2. Dann komme ich zu Paket Nummer 3. Das ist für Violetta-Fans. Das ist ein Violetta-Kalender, sogar mit so einem süßen kleinen Herzchen hier, so ein Herzchenschloss. Mhm. Und die Schlüssel, die haben auch so ein Herzchen oben dran. Also total süß. Ein bisschen wie ein Tagebuch. Ist ein bisschen wie ein Tagebuch, ist aber ein Kalenderbuch. Und jetzt habe ich das hier so abgeschlossen. Sonst würde ich versuche mal einmal den Schlüssel hier abzumachen, damit ich das nochmal von innen zeigen kann. Hatten wir auch auf jeden Fall schon mal gezeigt, aber ich glaube, bei Spiel mit einem Kinderspielzeug. So, ich habe das Schloss geöffnet. Und da
sind eben auch so ganz schöne bunte Seiten, immer so verschiedene Bilder dann noch von Violetta mit drauf und auch eigentlich ganz viele verschiedene Muster. Immer so eine ganze Wochenübersicht, also auch ziemlich cool, finde ich. Mhm. Also der eignet sich super gut für die Schule. Ja, auch total süß. Also für Fans genau das Richtige. Dann habe ich hier noch was, das geht auch in die Richtung, mach dieses Buch fertig, auch von der gleichen Autorin. Und das ist dieser Chaos-Kalender, der Kalender für kontrolliertes Chaos. Den kann man als Schülerkalender oder als Hausaufgabenheft nehmen. Ist dann natürlich ein bisschen chaotisch. Hier gibt es auch immer Wochenübersichten. Da kann man dann selber eintragen, welche Woche es ist. Der ist also... Das Schloss ist gerade kaputt gegangen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich sehe das hier gerade. Also jetzt... Ja. Wir versuchen es zu reparieren und sonst ist der Kalender auch wunderschön ohne das Schloss. Genau, da kann man sich dann auch ein Band oder so drüber. Ich habe mir gerade echt einen Schrecken bekommen hier. Alles gut. Nein, also der Kalender ist auch ohne Schloss. Wir versuchen das Schloss zu reparieren. Wir können nichts versprechen. Der ist auch ohne das Schloss total schön und total praktisch. Wir können die Schlüssel trotzdem dazulegen, weil die so süß sind. Die kann man auch als Anhänger benutzen. Wie ist das denn jetzt? Ich habe da wirklich gar nichts gemacht. Auf einmal ist das auseinandergesprungen. Wir gucken gleich mal, vielleicht bekommen wir es ineinander. Vielleicht ich lege es mal hier an die Seite. Und sonst funktioniert das auch so perfekt. Ich meine, die anderen haben auch alle keine Schlösser. Ja, genau. Aber ja, ist schade. Ihr habt es gesehen. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Auf einmal fällt es auseinander. Genau, hier sind zum Beispiel hier mit dem Heißluftballon total coole Wochenansichten. Es gibt für jeden Tag ein Feld und man kann das Datum selber eintragen, man kann auch die Woche selber eintragen. Und da gibt es dann auch wieder Sachen zum Anmalen, Sachen zum Gestalten. Da kann man aber auch Hausaufgaben und so gut reinschreiben. Ja, könnte man. Hier hat man ja für jeden Tag, also man kann auch Termine eintragen. Ja. Und es ist halt jede Woche anders. Finde ich auch total lustig. Ja, ziemlich cool. Ja. Ja. Und da gibt es dann auch noch so Sachen... was ich heute gemacht habe, kann man zum Beispiel auch eintragen. Da gibt es dann so Listen. Ja. Also das ist nicht nur ein Kalender, das ist halt auch quasi leere Seite zum selber gestalten. Solche Sachen sind halt auch dabei. Das ist so eine Mischung aus diesem hier und einem Schülerkalender. Und dann kommen wir hier schon zum letzten. Das ist der größte Kalender, den wir haben. Der ist auch relativ schwer. Den hatten wir auch vorgestellt. Ein super schöner Kalender. Da sind auch so Sticker mit dabei. Und den muss man sich selber auch noch so einteilen, weil das sind einfach nur so leere Seiten. Immer von Sonntag bis Samstag. Achso, das ist die Übersicht. Und dann gibt es halt noch so Seiten, wo dann jeder Tag so eine Spalte hat. Und dann gibt es immer Morning, Afternoon und Evening. Und jeder Monat hat dann auch so eigene Farben. Also der ist auch super schön, aber da muss man sich eben auch immer noch genau das Datum dazu schreiben. Ja. Der ist also auch nicht nur für 2017, sondern könnte man auch 2018 noch verwenden. Genau. Aber es ist, glaube ich, für ein Jahr komplett dabei, richtig? Genau, alles ist dabei für ein komplettes Jahr. Hier sind auch Sticker, damit kann man sich dann die Monate markieren. Also von August bis Oktober. Und September ist doch bestimmt auch dabei, ja. September ist auch dabei. Alles ein bisschen durcheinander. Die sind alle durcheinander. Ich habe gerade August und es endet mit Oktober. Okay. Aber ich finde die Sticker, das ganze Design ist einfach wunderschön. Ne? Ja. Da sind auch so kleine Notizzettel noch mit dabei. Hier sind auch noch Lesezeichen. Das ist auch einfach ein wunderschönes Set. Genau. Aber es ist ziemlich groß und ziemlich schwer. Also das sagen wir auf jeden Fall für die Schule, ne? Ja, also hat schon das Gewicht von einem Schulbuch. Genau, wenn man jeden Tag so ein fettes Buch mitnehmen möchte, dann ist das das Richtige. Aber sonst... Ja, also ich finde, alle fünf haben so ihre Vor- und Nachteile, je nachdem, was man möchte. Vielleicht noch mal kurz im Überblick. Also das ist auf jeden Fall für 2017 geeignet. Ist ein bisschen schwerer, aber eigentlich ganz gut, ganz übersichtlich, alles gut gemacht. Das ist super praktisch für die Schule und auch immer so eine Seite, sehr praktisch und für Violetta-Fans. Das hier ist eher so persönlich zum Reflektieren und um sich selber so ein bisschen wahrzunehmen, zu beschäftigen. Und ja, ich glaube, es ist wirklich so ein Liebhabebuch. Dann ist hier der Kalender für Chaos. Der ist auch so als Hausaufgabenheft ganz cool. Und auch so ein bisschen, der ist auch nicht gerade schwer. Der ist auch nicht schwer. Nö, den kann man gut mitnehmen. Genau. Und dann haben wir noch dieses schwere, dicke Buch, mit dem man wirklich dann das komplette Jahr organisieren kann. Auch wenn man vielleicht morgens, mittags, nachmittags Termine hat. Wenn man wirklich viele Termine hat, ist der super. Ja. Genau, es gibt jeweils dann einen Stift dazu, in Pillenform zum Mitnehmen. Es gibt auf jeden Fall Sticker von uns und es gibt noch so ein bisschen weiteres Bastelmaterial, das wir dann jeweils noch so ein bisschen dazu packen. So, ich glaube, ich hatte ja eben angefangen, das ist dann eins, zwei, dann hatte Violetta ich, glaube ich, drei, das ist vier und das ist fünf. Genau. Also vielleicht nochmal kurz, also eins, zwei, zwei, Violetta ist auf drei, drei, vier,
und 5. Okay, also gerne einfach eine Nummer unten in die Kommentare reinschreiben. Oder vielleicht, wenn ihr auf Nummer sicher gehen möchtet, schreibt dann noch schreibt dazu, dabei, was ihr der Violetta-Kalender oder der Daphnis Diary-Kalender. Genau. Ja, die Verlosung startet jetzt und ihr könnt bis nächsten Sonntag teilnehmen. Das ist der 4. Advent, also der 18. Dezember. Wir drücken euch allen die Daumen. Die Auflösung kommt dann entweder direkt am Montag, vielleicht am Dienstag, je nachdem, wie schnell wir es schaffen. Und ja, wir drücken euch allen die Daumen. Ich freue mich auf jeden Fall schon total. Mhm. Also ich finde die Kalender alle so toll. Aber könntest du dich entscheiden? Wenn man selber schon einen hat, ne, dann... ja, also ich finde, jeder hat einen Vorteil für auch. Sich. Also ich finde den hier super schön, ich finde den super schön, aber ich finde auch diese hier, diese, wo man dann selber so ein bisschen reinkritzeln kann, reinmalen kann. Violetta finde ich auch cool, weil der ist halt praktisch ein Plan für die Schule. Richtig gutes Format. Ich glaube, ich könnte mich zwischen denen... Dieser ist mir ein bisschen zu groß, da bin ich ganz ehrlich. Kalender für kontrolliertes Chaos finde ich super. Daphne finde ich auch super. Und hier finde ich einfach die Sticker total schön. Ja, wie entscheidet ihr euch? Ihr könnt euch nur für einen Kalender entscheiden. Genau. Also eine Zahl unten in die Kommentare schreiben, gerne mit dem Hashtag DIY-Verlosung. Und ja, sonst gerne auch auf Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Facebook, überall. Ne? Also einfach überall teilnehmen. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, weil ich die so cool finde und mich freue, wenn da wenn noch sich andere Leute auch darüber freuen. Es hat super viel Spaß gemacht, sie vorzustellen, sich hier zu haben, sie anzusehen. Aber wir können ja nicht 5 Kalender gleichzeitig führen. Deswegen eigentlich schade. Geben wir sie weiter und hoffen, dass ihr euch freut. Wir drücken euch allen die Daumen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss! Tschüss.